Moin meine lieben Mongos und willkommen zurück zu The Legend of Zelda Link's Awakening Deluxe. Wie im letzten Part angedeutet, sind wir nun hier rausgekommen und müssen jetzt diese wunderschönen Kreaturen platt machen, indem wir Bomben von oben auf sie herabschmeißen. Zum Glück sind diese Viecher nicht gerade die hellsten, so dass wir sie an sich leicht besiegen können. Also sowieso meiste Zeit immer an denselben Stellen hinlaufen. Hallo, kommst du mal? Ich will dich abwerfen. Du hast doch bestimmt Hunger. Diese Bombe ist ganz lecker. Ja, jetzt will er gerade nicht. Das ist mir ein bisschen zu weit weg, genau. Okay. Ich will dich treffen, hallo. Ja, hallo? Perfekt. Und weg. Nice! Wir haben es geschafft. So, jetzt haben wir einen weiteren Schlüssel. So, wir können jetzt einfach hier runterspringen oder gucken, was da drüben ist. Und können auch hier runterspringen. Natürlich haben wir hier noch das Schlüsselloch, was wir einsetzen können. Zack, den Schlüssel. Und dann kommen wir hier oben raus. Unser Freund Dracula hier mit den Feuerbällen, der auf uns abknallt und alles, stirbt jetzt natürlich auch. So, hier kommt man leider eben nicht weiter, aber wir haben ja hier oben was. Und zwar eine Truhe. Schade, dass man hier nicht weiterlaufen kann. Das hätte einiges einen erleichtert. Aber das haben sie halt nicht gemacht in diesem Spiel. War mal ein klein bisschen neugierig. Vielleicht war ja doch noch was hier. So, wie viele Schlüssel haben wir? Wir haben zwei Schlüssel. Diese zwei Schlüssel brauchen wir ja eh für diese Stelle da vorne. Gehen wir direkt mal lang. Setzen unsere zwei Schlüssel ein. Und sind bereit für das, was auf uns zukommt. Außer das. Darauf bin ich nicht bereit. Das will ich nicht haben. Das stört mich nur. Die Musik. So. Nun nehmen wir den Enterhaken und ziehen uns darüber. Nehmen wieder die Feder und zack. So. Feuer. Da springt er runter. Ja, hier ist es so eine. An der Stelle ist das so ein bisschen, ich würde mal sagen, komplizierter. Springt Link eiskalt runter. Und wir springen jetzt einfach schneller. Dann kommt das Feuer auch nicht so schnell raus. Hier haben wir jetzt das Problem. Wir hätten den Schalter betätigen müssen, damit wir einfach da oben an die Truhe gleich kommen. Aber der hier, dieser Gegner, ist wundervoll. Er hat einen K.O.-Punch, der ihn direkt an den Anfang des Levels führt und schmeißt. Dieser kleine Lil Mac. Und da kommt er schon. Aber zwei Schläge ist er auch hinüber. Mit der Overpowered-Rüstung und dem zweiten Schwert. So, wie gesagt, wir kommen hier nicht weiter, kriegen nicht den Schlüssel da. Also müssen wir hier hin. So, ich weiß gerade nicht, wo der Schalter war. Ich bin gerade selber nochmal am Überlegen. So. So, genau. Nein, nein! Verdammt. Moonwalk Link. Ach ja, stimmt, hier war ja auch noch. Genau. Hier gibt es auch noch die wunderschöne Truhe, die wir uns holen. Weg mit dir. Die Karte mit Start kannst du einen Blick auf sie werfen. Oh yeah. Ja.
Aber leider können wir hier nicht weiter, deswegen komm nach oben. Schade, dass wir hier die Steine nicht schieben können, damit wir da lang können. Leider, leider. So, jetzt einfach mal ganz schnell hier rüber. Damit wir nicht schon wieder direkt von dem Feuer getroffen werden. Ach stimmt, ich glaube, da oben war ja der Schalter. So, erstmal weg mit der Kacke hier. Und Fluffy ist wieder da! Zum dritten Mal, hey! Ja, werf her! Hier! Hast du genügend gespielt? Freut mich! Ja, ich muss schon sagen, der Köter geht einen schon tierisch um den Senker. Ich bin mir jetzt echt nicht sicher, wo der Schalter war. Ha. Naja, wir werden ja sehen. Ob ich den Weg jetzt richtig gehe, sehe ich, wenn das Licht angeht. Nein. Ah, irgendwas verwirrt mich hier gerade. War der doch links oben? Komm her. Fahr zur Hölle. So. Nee, ich lauf doch schon wieder hier lang. Und da ist wieder der Zyklopenfreund, den wir auch mit zwei Schlägen fertig machen, um weiterzugehen. Wie man sieht, alle Mini-Boss-Kämpfe wiederholen sich hier. Ach, ich glaube, da oben war das, oder? Ich bin mir nicht sicher. Hey! Hey! Wo war denn das jetzt? Ja. Wenn die Suche noch doch wieder zu lange dauert, werde ich das jetzt einfach auch wieder überspringen und... Was heißt hier überspringen? Einfach wieder vorspulen. Ihr werdet das dann sehen. Jetzt haben wir den gefunden. Er war hier an dieser Stelle. Den habe ich total vergessen, den Schalter. So, nun haben wir den Schalter gefunden. Wie man sieht, war er hier. Und ich habe ihn total übersehen. Bitte verzeiht meiner Dummheit in diesem Fall. Ich war echt hart am Überlegen, wo der Schalter war. Jetzt wissen wir es ja. Nun können wir weitermachen. Alter, du hast zum zweiten Mal etwas vergessen. Und ich dachte, das soll dein Lieblingsspiel sein. Bei einem Lieblingsspiel vergisst man doch nicht die ganze Zeit die ganzen Sachen. Laufen jetzt endlich mal zu unserem kleinen Ort, wo auch Little Mac zu sehen war. Und holen uns endlich den Gegenstand von ihm, den man hier bekommt. So. Jetzt besitzt du den Somaria-Stab. Damit feuerst du einen glühenden Feuerstrahl ab. Ja, wow. Nice! So. Ja, auch gut. Genau, mit dem Somaria-Stab können wir uns so gut wie alles wegflamen. Okay. Jetzt können wir natürlich... easy, die hier wegflamen.
So, da sogar dieser Gegner ist so gut wie gar kein Problem. Auch zwei Schuss. Oder er ist hinüber. So, ich glaube, wir. Hier war da ja die Stelle. Genau. Zünden wir wieder alles an. Holen uns den nächsten kleinen Schlüssel. Wo wir fast jedes Schloss mit öffnen können. Und können nun mit dem Sumaria-Stab auch. Ich weiß gar nicht, war an der Stelle überhaupt was, was wir mit dem Sumaria-Stab anflamen können. Ich bin wieder. Außer der hier. Der ist hinüber. Ich kann jetzt sehr einfach drauflaufen. Nee. War hier nicht. Ich bin gerade. Nee. Wir teleportieren uns einfach mal wieder ganz schnell zurück zum Anfang. Das geht mit dem hier schneller. So. Stimmt, jetzt können wir ja hier lang laufen. Tada! Können wir alles schön wegkuckeln. Und weiter geht's. Hier einfach springen, damit wir das da lang gehen können. Kann man hier runter? Nein, springen konnte man so nicht. Hier brauchen wir natürlich den Schlüssel und kommen hier bei unserem wunderschönen Freund raus. Den wir nicht angucken können, weil er sowieso in der Lava schwimmt. Aber wir können wieder diesen wunderschönen Trick machen, anstatt rumzulaufen, einfach hier oben uns hinstellen. Dann passiert uns nichts. Ist leider ein kleiner, ich will mal sagen, Bug vom Spiel. Wo Nintendo ein bisschen zu faul war, ihn auszubessern. So, jetzt kommen wir zu einem der kniffligeren Rätseln. So, man kann mehrere Wege benutzen. Aber der sicherste ist einfach diesen, den ich jetzt nehme. Man hätte auch oben lang gehen können, aber das ist so zu umständlich. Endlich, mit den großen Schlüsseln lassen sich die Verstecke der Endbosse öffnen. Nice, Deuser. Und wieder Moonwalk, Link. Nice. Link macht jedes Mal einen Moonwalk, wenn er alles hat, was er braucht. So, durch diese Tür brauchen wir ja gar nicht mehr. Also durch die Treppe. Es gibt ja noch eine andere Treppe, bei der wir noch nicht waren. Ich bin gerade am gucken, wo die ist. Die führt uns nämlich zum Ende und zum Gegner. Zu unserem Endboss hier. So, wir jetzt mal gucken. Ich weiß gerade nicht, war die auch da irgendwie nicht links gewesen oder so? Ich bin da. Ja, ich bin echt raus aus dem Spiel. Was sehr merkwürdig ist. Denn es ist mein Lieblingsspiel. Ja, genau das meinte ich. Und ich verkacke schon bei meinem Lieblingsspiel. Ja, ich glaube, hier war das. Also die hier. Ja, genau. So, hier muss man richtig mit dem Sumaria-Stab feuern. Denn sonst kommt man hier nicht weiter. So. Bin ich gerade am überlegen, habe ich vielleicht was falsch schon gemacht? Ich hätte den da unten wegflamen, glaube ich, können. Gerade am überlegen. Genau. Oder? Nee. Jetzt habe ich wieder was falsch gemacht. Ja, auch sehr lustig. So, mal kicken, wie wir das nochmal machen. Nee. Ach, Moment.
Nee. Das war es aber nicht. Aber ich glaube, wir können aber auch so da hoch. Ja. Es ging eigentlich anders, aber ich habe es jetzt total verpeilt und vergessen. Dieser Eisblock ist ja verdammt hart und kalt. Ja. So, jetzt sind wir endlich bei unseren Gegner. Seid ihr bereit? Ich bin bereit. Du bist am Ende. Niemals wirst du die Instrumente der Sirenen zum Spiel bringen. Niemals! Was ich sehr lustig finde, dass man bei einem Feuergegner den Feuerstab, den Sumaria-Stab benutzen muss. Und dann schießt man einfach die ganze Zeit drauf, bis er hinüber ist, will ich mal sagen. Einfach bam, 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 die ganze Zeit spammen. Warum nur? Warum bist du hierher gekommen? Ohne dich wäre alles in Ordnung. Du darfst den Windfisch nicht aufwecken. Du bist selbst nur Teil seines Traumes. Easy. Ja. Sie sagen, alle Gegner sagen, wir wären Teil des Traumes und es wäre wirklich ein Traum. Ob das nun stimmt, sehen wir ja am Ende des Spiels. Und es dauert nicht mehr lang, meine Lieben. Dann sind wir es auch. Du hast die Oktopus-Trommel erhalten. Das nenne ich mal ein Beat, Leute. Ei, 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 das Ei ruft. Oder auch ei, 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 das Ei ruft. La, 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 la. So, aber bevor wir das machen, werden wir uns noch darum kümmern, alle Herzteile zu sammeln. Und wir haben einen Teil der Macht erhalten. Wir spüren natürlich die Energie. So. Aber damit der Sound nicht da ist, können wir mal Urira anrufen. Tut, tut. Ja, hier Urira. Plu, es wird Zeit, dass du mal auf den Tamaransberg gehst, wo das Ei liegt. Sei vorsichtig, Plu. Tschüss. Tut, tut. Das war's dann wohl. Ja, er ratet uns auch zum Tamaransberg, zum Ei zu laufen. Und diesen Part hinter uns zu lassen mit dem Ei. Doch wie gesagt, wir holen uns erstmal alle Herzteile. Bäm. Machen wir mal alles Pudde. Mudde. Rein da. So. Ich bin gerade selber am überlegen, wo noch Herzteile sind. Welche wir versteckt, vergessen haben, welche versteckten. Weiß gar nicht, waren wir eigentlich auch schon hier in der Höhle drin? Natürlich nicht. So. Du hast 50 Rubine gefunden. Sehr schön. Gut, dann würde ich sagen, wir machen jetzt meine Wildwasserfahrt. Aber ich frage mich, welche Fotos uns eigentlich noch fehlen. Gucken wir einfach mal nach, welche Fotos wir alle schon haben. Die Abenteuer des Clou. Möchtest du uns ins Album schauen? Ja. So, drei Stück fehlen uns noch. Wenn das mit dem Steuerkreuz aus und drücke den A-Knopf. Ja. Das haben wir. Das mit Marinas schöne Foto haben wir. Das andere wunderschöne Foto. Das ist einfach das beste Foto, wie ich finde. Wie Link da wie so ein Zombie guckt.
Ja, und da guckt er beide nicht so zufrieden, dass Tarin dabei war, denn das Rendezvous sollte alleine gehen. Und der alte Knacker Ulrera natürlich am Telefon. Ja, Struppi ist da wohl ein bisschen unangetan, dass Link so nah dran war. Mit seinem Zahnstocher an Schwert. Das ist das Foto mit Richard, was man nicht ganz so schön sehen kann. Und da das die fallende Katze, beziehungsweise der Fotograf. Und wie Link da hinterher geschaut hatte. Einfach wunderbar. Und hier das Foto mit dem Geist. So, uns fehlen noch drei Fotos. Ich weiß auch welche. Das nächste Foto ist in der Nähe des Zoodorfs. War das das Zoodorf? Ja, da wo die Tiere sind. Genau. So, wir machen jetzt einfach so. Das geht viel schneller. Laufen rum. Scheißen auf die Gegner. Ach, ich wollte nicht die Feder nehmen. Ich wollte das Kraftarmband nehmen. Strottel hier. Hey, die Fliege. Schau, die Sputte. Okay, der ist wirklich schneller gegangen. Ist das jetzt nicht. Aber egal. So. Zum Ende des Spiels wollen wir natürlich noch alles haben. Alles abgesucht hier. Die ganzen Items. Die wichtigen ganzen Items, die zu 100% wichtig sind. Würde ich mal sagen. So, hier können wir uns natürlich wieder rein teleportieren. Und wir kommen perfekt zum Zoodorf. Super. Mehr wollte ich auch nicht. Denn wir holen uns noch ein wunderschönes Foto. Was man hier bekommt. Und die Oma ist hier. Ja, ja. Der neue Besen kennt gut. Da oben ist außerdem noch ein Herzteil. Das werden wir uns auch gleich holen. Aber erstmal kommt das Foto. Link geht außerdem ganz allein. Hey, erkennst du mich? Du musst eine Lupe haben. Ich will keinen Ärger machen. Ich will nur meine Ruhe haben. Hallo, ich bin es, der Fotograf. Du sagst, Zora sei im Haus? Das muss ich fotografieren. Ich nenne es Zora entdeckt. Und das Bild mit der Zora war einfach nur gut. Also mal anscheinend sind die Zoras unsichtbar und man kann sie nicht sehen. Auch mal gut zu wissen. So. Wir müssten eigentlich auch gleich ein weiteres Herz haben. Dann fehlen uns nur noch 4 Stück. Oh, ich bin den falschen Weg gelaufen. Autsch, jetzt kriege ich die ganze Zeit Schocks hier. Das ist eine schockierende Angelegenheit. Wir müssen ja zurück zum Zoodorf und hin lang. Da drüben zu. An unser Herzteil dran zu kommen, was wir haben wollen. Dong! Dim, dim, dim. So. Nein, wir wollen die Feder haben. Und da ist das Herzteil, was wir brauchen. Bin gerade am Überlegen. Ich hoffe nicht, dass ich mir jetzt die 100% versaut habe, weil ich was vergessen habe. Nein. Nein, nein. Stimmt. Ich muss ja da drüben weg mit dir. Hier eine Bombe legen. Und dann erstmal wegsprengen. Hätte ich fast vergessen. Ich hatte schon Angst. Nein, aber man bekommt hier alles auch ohne den Gockel. So, der Weg ist frei. Jetzt können wir auch da lang. Jetzt brauchen wir nur noch den Enterhaken. Ich wollte schon das Übersichtliche übersehen, will ich mal sagen.
Ein Herzteil. Drücke im Muttermenü, um die Anzahl der festzustellen. Du hast alle 4 Herzteile gesammelt. Jetzt bekommst du einen neuen Herzcontainer. Nicer Dicer. So. Weg mit dem Stein. So, das hätten wir nun hinter uns gebracht. Ich würde sagen, wir beenden den Part für dieses Mal, meine lieben Freunde. Und wir sehen uns beim nächsten. Ciao.